Hallo, heute wird es ein motivierendes Video. Ich möchte mit euch gerne drüber plaudern, was mir persönlich in Stresssituationen hilft, wenn ich gerade mitten in einem Projekt bin oder wenn ich gerade dabei bin, mit einem Projekt zu starten. Es gibt einfach manchmal Momente, in denen man sich so richtig überwältigt fühlt. Ich glaube, das kennt jeder. Manchmal hat man irgendwie das Gefühl, ich kann es nicht und es ist so viel und oh Gott, wo soll ich anfangen? Und manchmal hat man so richtig Panikattacken und genau von solchen Situationen spreche ich. Und ich habe in den letzten Jahren für mich so eine ganz gute Routine entwickelt, die mir persönlich ganz gut hilft, sodass ich mich erstens einmal beruhige und zweitens, dass ich die Situation dann recht schnell wieder in den Griff kriege und dass das alles gut funktioniert und dann geht es mir auch besser und dann läuft alles viel besser. Und ja, davon möchte ich heute ein bisschen erzählen. Also falls ihr darauf Lust habt, dann seid ihr natürlich eingeladen, weiterzuschauen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Der allererste Punkt, durch den ich immer gehe, unabhängig davon, in welcher Art von Stresssituation ich mich gerade befinde, ist das Atmen. Ich setze mich hin, schließe meine Augen und atme tief ein und dann atme ich tief aus. Und während der Zeit versuche ich, mich wirklich nur auf das Atmen zu konzentrieren. Und das mache ich 2 bis 5 Minuten, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie gestresst ich war. Und meistens merke ich schon nach den ersten zwei Minuten, wie ich mich beruhige, wie ich gewisse Gedanken loslasse. Und dann kann ich wieder klarer denken und dann geht es mir gleich besser. Und dann kann ich in Ruhe überlegen, okay, was mache ich als nächstes. Und wenn das nicht hilft, dann stelle ich mir vor, dass vor mir ein imaginärer Viereck ist. Und ich mache eine andere Atemübung, wo ich abwechselnd einatme, kurz Luft anhalte, ausatme und dann wieder kurz Luft anhalte. Und ich stelle mir vor, dass ich diese Schritte erledige, während ich mich den Linien des Vierecks entlang bewege. Also ich gehe nach oben, atme ein. Dann zähle ich circa bis 3, während ich mich dieser Linie entlang bewege und in der Zeit halte ich die Luft an. Dann atme ich aus, ich bewege mich nach unten währenddessen und dann halte ich wieder die Luft an und gehe wieder zurück. Und dann wieder einatmen, 1, 2, 3, Luft anhalten, ausatmen, 1, 2, 3, Luft anhalten. Und das mache ich einfach so lange, bis es mir besser geht. Als nächstes finde ich es wahnsinnig wichtig, an sich selbst zu glauben. Das ist aber natürlich in einem Moment, wenn man sich gerade überwältigt fühlt, nicht immer leicht. Was mir persönlich hilft, ist, zuerst einmal gerade stehen und Kopf nach oben zu halten. Ich finde, dass wenn ich so eine Haltung habe, dass ich mich zumindest ein kleines bisschen selbstbewusster fühle. Und dann versuche ich mich an einen Moment in meine Vergangenheit zu erinnern, in dem ich vor einer Aufgabe stand, wo ich wirklich überzeugt war, dass ich diese Aufgabe mit links schaffen kann, die kein Problem für mich war. Und ich versuche mich an das Gefühl zu erinnern, das ich damals empfunden habe, als ich wusste, dass die Aufgabe überhaupt kein Problem für mich ist. Und dann versuche ich, dieses Gefühl festzuhalten und es nachzuempfinden. Und mit diesem Hintergrund stelle ich mich so richtig gerade hin und ich versuche, das Gefühl nachzuempfinden. Und ich sage für mich selbst, diese Aufgabe, die ich jetzt vor mir habe, ist überhaupt kein Problem. Das werde ich schaffen. Das ist überhaupt kein Ding für mich. Das mache ich mit links. Das wird alles wundervoll klappen. Zum Beispiel, der Satz kann natürlich variieren. Auf alle Fälle, das ist ein Moment, der mir auch sehr gut helfen kann. Funktioniert nicht immer sofort. Manchmal muss ich den Satz 2-mal wiederholen, manchmal auch 20-mal. Aber das hilft mir, weil mit diesem Vorstellen oder mit diesem Versuch, sich an das positive Gefühl von der Vergangenheit zu erinnern, fange ich an, es wirklich zu glauben, dass das kein Problem ist. Wenn ich mich also beruhigt habe und zumindest bis zum gewissen Grad überzeugt habe, dass die Aufgabe, die vor mir steht, überhaupt kein Problem ist, setze ich mich hin und versuche die Aufgabe irgendwie in Sektionen zu zerteilen, sodass es nicht mehr so gruselig ausschaut, weil ich persönlich finde, dass wenn ich mehrere kleine Punkte zu erledigen habe, dass es irgendwie weniger schlimm ausschaut, als wenn man ein Riesending zum Erledigen hat. Der nächste Schritt ist immer für mich zu schauen, wann ist die Deadline. Das heißt, ich schaue mir einfach an, wie viel Zeit ich für die Aufgabe habe. Dann schaue ich mir die einzelnen Sektionen, in die ich die Aufgabe aufgeteilt habe und überlege, okay, was sind die allerwichtigsten Dinge, die auf jeden Fall erledigt sein müssen. Dann schaue ich die so mittelmäßig wichtige Dinge und dann schaue ich mir die Dinge an, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, wäre schön,
Aber wenn es sich nicht ausgeht, ist es nicht so schlimm. Und dann markiere ich mir all die Teile, in die ich meine Aufgabe zerlegt habe und schaue, dass ich einfach wirklich Prioritäten setze. Und wenn es notwendig ist, mache ich auch Abstriche. Und ich versuche einfach auch immer gewisse Reservezeiten einzubauen und wirklich realistisch die Zeit einzuschätzen. Wenn die Aufgabe, die vor mir steht, gewisse Informationen erfordert, ist das der allererste Schritt, den ich erledige. Das heißt, ich mache mich auf der Suche nach den Informationen und dann speichere ich sie in irgendwelchen Ordner auf meinem Laptop ab. Aber ich mache das immer so, dass es alles übersichtlich ist und vielleicht auch noch in gewisse Unterordner aufgeteilt ist, so dass ich mir leicht tue, wenn ich dann auf gewisse Informationen zugreifen will. Wenn das jetzt Informationen in einer physikalischen Form, würde ich mir einfach eine Mappe nehmen und dazwischen irgendwelche Trennblätter legen oder vielleicht Post-its draufpicken. Ganz wichtig, damit die Arbeit überhaupt weitergeht und damit es überhaupt was wird, ist anzufangen. Das klingt jetzt wahrscheinlich super doof, aber es ist wirklich unheimlich wichtig, den ersten Schritt zu machen, denn manchmal hat man ein bisschen Hemmungen, aber wenn man schon einen Schritt gemacht hat und dann vielleicht einen zweiten Baby-Step, dann kommt das Ganze ins Rollen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel an einer Arbeit geschrieben und ich wusste, was in die einzelnen Kapitels irgendwie gehört, aber ich war mir nicht so sicher und wie soll ich das formulieren. Ich habe es so gelöst, dass ich in jedes Kapitel einfach ein paar Bullets geschrieben habe, die zum Thema passen, einfach so gewisse Punkte reingeschrieben, die wichtig sind, die ich beschreiben möchte oder die mit dem Thema zusammenhängen. Und wenn ich das dann in jedem Kapitel hatte, war plötzlich das Konzept da und dann fallen auf einmal einem die Sätze ein, weil man dann ungefähr weiß, in welche Richtung man gehen will. Der nächste Punkt, den ich immer für mich persönlich erledige, ist, auf sich selbst stolz zu sein. Und damit meine ich wirklich auf jeden einzelnen Schritt, den man für diese Aufgabe erledigt hat. Sei es nur die Überschrift, die man jetzt gerade irgendwie produziert hat nach 10 Minuten Nachdenken. Es ist wahnsinnig wichtig und das sind positive Gefühle und die sind super notwendig, um weiterzukommen, besonders wenn man sich am Anfang so überwältigt gefühlt hat. Bei jeder Arbeit, die ich mache, versuche ich selbstkritisch zu sein, aber gleichzeitig mache ich mir Mühe, nicht an mir selbst zu zweifeln, nur weil das, was ich gerade erledigt habe, nicht perfekt ist. Also ich gebe mir selber immer wieder die Chance, es zu korrigieren oder besser zu machen. Oder wenn es einfach so ist in der Situation, manchmal muss ich einfach anerkennen, dass ich sage, na gut, ich hätte es besser machen können, aber die Zeit ist nicht da, dann muss ich halt mit dem leben, was ich da produziert habe. Das sind also einige Punkte, die mir persönlich helfen, um mit gewissen Stresssituationen umzugehen. Und ich hoffe, dass das für euch irgendwie hilfreich war oder zumindest informativ oder interessant. Und jetzt werde ich euch einige Dinge über mich verraten, von denen ich noch nicht gesprochen habe. Erstens, ich bin eine Perfektionistin und kann mich manchmal so richtig selbst fertig machen, dass es nie mehr schön ist. Und das zipft mich an mir selbst sehr an und ich versuche an dem zu arbeiten. Und zweitens, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber manchmal, wenn ich gerade so Plaudervideos filme, fange ich an mir selbst zu zweifeln, punkto Deutsch, also Grammatik. Das ist immer so ein Ding. Ich habe einfach Momente, wo es kein Problem ist, für mich auf Deutsch zu sprechen, aber manchmal zweifle ich an jedem einzelnen Satz. Ist es jetzt korrekt? Habe ich den richtigen Artikel benutzt? Und dann mache ich mich damit dermaßen fertig, dass ich ein vielleicht 10-minütiges Video 2 Stunden filme, weil ich viele einzelne Clips nochmals aufnehme und nochmals aufnehme, bis ich ein Resultat habe, mit dem ich zufrieden bin. Und ironisch ist, dass ich gerade heute dieses Problem hatte, obwohl ich jetzt gerade für euch ein Video gefilmt habe, um euch zu helfen mit Stresssituationen oder um euch zu sagen, wie ich mir selber helfe. Also das Leben kann schon sehr lustig sein. Nichtsdestotrotz, ich habe genau das getan, was ich euch heute in dem Video erzählt habe und deshalb kann ich hier noch immer mit so einem Grinsen sitzen, obwohl ich schon seit 2 Stunden filme und mit mir selbst frustriert bin, aber ich kann jetzt zurzeit momentan auch über mich selbst lachen und das wollte ich euch auch noch erzählen. Es würde mich interessieren, wie ihr mit Stresssituationen umgeht oder mit Situationen, in denen ihr euch überwältigt fühlt. Gibt es irgendwas, was euch immer hilft? Habt ihr irgendein Rezept? Also falls ihr Lust habt, ihr könnt das sehr gerne in die Kommentare schreiben.
Das war's mit heutigen Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls es dem so war, würde mich wie immer ein Däumchen hoch freuen. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt auch gerne das Glöckchen neben dem Abonnier-Button anklicken, dann kriegt ihr Benachrichtigungen jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, falls ihr es wollt. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen.